Jetzt reisen wir erstmal zum Schloss. Vielleicht kriegen wir ja da irgendwas, wenn wir die Quest abgeben. Also, es war schon eine aufregende Geschichte, muss ich sagen. Ich hätte diesen Kampf wirklich gerne miterlebt. Naja. Moment mal, hier ist ja ein Pawnshop. Dann machen wir doch kurz einen Zwischenstopp. Wenn wir eh schon an einem vorbeilaufen. So, einmal das Buch und einmal den Rubin. Zack. So, ich bin gespannt, was wir dann als nächstes zu. Wird. Hängt die Musik jetzt oder? Das war doch davor eine andere Musik, wenn ich mich nicht täusche, oder? Komisch. Naja, egal. Ich muss noch ein bisschen weiter nach links, glaube ich. Ah, hier bin ich richtig. Da vorne müsste das Schloss sein. A hand grips your wrist from behind. Spinning you open your mouth to shout for the guards. A skeletal hand stuffs a letter into your mouth. The heavily wrapped skeletal releases your wrist and turns away, unnoticed by other passerby. Jetzt haben wir zwei Briefe. Von einem Skelett sogar, vielleicht von den Necromancers? Vermutlich. Die Necromancers wollen auch. Die Necromanten wollen das auch noch haben. Das Totem. So, das war's, glaube ich, du da, oder? Ah nein, die Quest haben wir schon fertig. Kann das sein? Ja, Mann, bin ich blöd. Ja, okay, dann lesen wir jetzt die Zettel. Ah, das ist der Brief von den Knochen. Winda, you will soon have the totem of Tibia Septim in your hands. It is foreseen in the stars, and I have read them. Now you this. All of mortal stature are filled with pride and greed. To give the totem to any of them is to let loose mortal vanity up in this world. They will destroy the very thing they covet. I have no earthly desires. I have no mortal pride, no petty greed. Only one such as I can wield the totem safely, for I would take it into the Aetherius and leave behind this earthy shell. So long as the totem exists, it is a danger to all in Tamriel. Bring me the totem and I will safeguard the world. I will not offer you gold or gems. I will offer you what only I can give. Fame. Your reputation throughout Tamriel will soar. Lord of the Necromancers, King of the Worms. Und hier? Winda, you are on a quest to retrieve the totem of Tibia Septim. Do not deny it. My spies have confirmed this. The totem is not for commoners, and you cannot use it. Bring the totem to me, and I will pay you 100,000 gold pieces. It is a king's ransom, by any measure. You should be warned. Neither Rayrest nor Daggerfall are loyal to the throne. I am their only regent on the Iliac Bay that can be trusted. The others will only use it to destroy me. Akorithi, Queen of Sentinel. So, jetzt haben wir einen Brief von Sentinel und der. Ja, okay, das war der Startbrief. Necromancers und der hier ist vom Underking. Und Daggerfall will natürlich auch zurück. Alle wollen es, Moment mal. Ja, aber wir haben den Brief von Lady Brisiana noch nicht bekommen, also machen wir jetzt einfach hier mit den Quests weiter. Bis wir den Brief von Lady Brisiana bekommen haben. Vielleicht ist es ja der nächste, oder wir kriegen von Daggerfall uns auch noch welche. Wobei zwei. I don't have time for your type. Orsinium hat uns ja Auftragmörder geschickt und Vayras, glaube ich, auch. Why would I help a complete stranger, especially one with your reputation? Ich bin immer noch ein Krimineller, verdammt. Nein. Nein. Okay, dann versuchen wir es oben. Wir dürfen aber mit dem da rechts nicht sprechen. Ah! I have a friend, a potential ally, who is in need of discreet assistance. It's a relatively simple salvage operation. One for which my friend would happily pay very handsomely and I would greatly appreciate.
It will need to be accomplished very soon, within 12 days. I'll go into detail if you're interested. Yes. Excellent, I knew you'd help. Now then, my friend is Minisera of Aldmer. Minisera? Lol. Die ist doch da unten rechts in der Kammer. She is a has lost a gem, a sapphire, and my spies have tracked it down to the house of Lodingus, of all places. Minisera needs this stone because the ship borrowed it from a third party. If it's not in her hands in 12 days, well, there will be considerable trouble. Furthermore, the persons who now possess the stone will, according to my spy, be vacating the house of Lodingus any day now. Obviously, you'd best leave immediately to get it to Aldmore in 12 days with the sapphire. Good luck, Rinna. Make me proud. Okay, heißt das, wir müssen jetzt einen Dungeon machen. Das wollte ich eigentlich nicht. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Aber egal. Machen wir es halt. Nein. So, jetzt erstmal nachschauen. Wo müssen wir jetzt genau hin? Lock. Yeah, Aldmore, I have. The House of Lodingus. The House of Lodingus. Yep. 2 Tage, vermutlich ein Dungeon. Yep, da ist der Eingang. Glaube ich zumindest. Oh, da ist Wasser. Und das ist auf jeden Fall. Da ist der Eingang. Es ist ein Dungeon. Na gut, dann speichern wir mal. Dann holen wir uns den Saphir zurück. Okay. Ah, okay. Ja, die Brücke ist voll. Gehen wir da weiter? Hier irgendwo Leute. Okay, das ist ein normaler Dungeon. Ich glaube nicht, dass wir hier alles rumsuchen müssen. Wer geht hier denn rum? Und ich hoffe, er ist auch nicht allzu groß. Ein Vampir! 4 Gold! Jetzt habe ich meinen Hammer wieder. Jetzt bin ich wieder viel stärker. So, alles mitnehmen. 572 Gold. Ich habe eigentlich schon. Ich bin schon noch. Ach, 100. Nein, 150. Verdammt, es wird weniger. Na toll, es wird weniger. Ah, hier gibt es eine Tür. Und zwar hier. Okay. Ein Saphir brauchen wir. Oh, ein Schatz. 26 Gold. Komisch. 91 Gold. So, und ich kann übrigens wieder nicht. Ich habe mein Mana wieder nicht voll, obwohl wir hierher gereist sind. Das finde ich total blöd. Da ist Sackgasse, oder? Ja, da geht's nicht mehr weiter. Okay, dann gehen wir halt den anderen Weg. Hier weiter. Hoch oder runter? Gehen wir hoch. So, und ein Skelettkrieger, 2 Gold. Ja, 2 Schläge und tot. 52 Gold und ein Bogen und noch ein Hammer. Okay. Bisher nichts, aber da vorne weiß ich, ist was.
Schade, aber kein Saphir. Jetzt haben wir schon zwei Orte gesehen, wo wir Schätze schon öfters Questgegenstände gefunden haben. Dieser Raum und das Bett vorhin. Aber nichts. In keinem war. Das ist schade. 26 Gold. Ja, du schreist gleich nicht mehr. All your victim possessed was a crazy hairbrush. Backstep. 99 Gold. Wie viel Leben haben wir denn jetzt noch? Immer noch 150. Hatten wir nicht 154? Komisch. Naja, egal. Wenn das Leben nicht schrumpft, ist es mir auch recht. So. Okay, das sieht schon mal gut aus. Wo kommen wir aber jetzt hin? Da nichts, da auch nichts. Aber hier ist ein Gespenst. 3 Gold. Nee, ein Geist. Ein Geist war es. Doch kein Gespenst. Das hat Unlock. Das haben wir gleich. Oh. Okay. Dann halt nicht. Ach, jetzt sind wir hier. Auf der anderen Seite. Da ist einer der Vampire. You have pilfered a small engraving of a woman. Apparently your victim's mother. Oh, die ist vermutlich schon lange tot. Außer es ist ein junger Vampir. 845 Gold. Vielleicht mal kurz speichern. Ich habe ja schon lange nicht mehr gespeichert. Okay, hier gab es aber keine Geheimgänge. Dann gehen wir jetzt da rein. 4 Gold! Also, ich behaupte mal, die Vampire haben den Saphir gestohlen. 559 Gold. Anders kann ich sie mir nicht erklären, dass hier so viele Vampire sind. Oh, und hier ist sowieso keiner mehr. Das heißt, wir müssen vermutlich einen der Vampire töten, dass einer von denen den Saphir hat. Schätzungsweise. Okay. Als nächstes würde ich gerne rechts durch die Tür gehen. Hier links und rechts gibt es keine Geheimgänge. Aber wo kommen wir jetzt hin? Hier gibt es eine Tür. Ein Vampir, 4 Gold. So, hier sind wirklich überall Vampire. Ich höre immer noch einen. 1027 Gold. Geil. So, wisst ihr, was ich langsam glaube? Einer der Gegenstände, die wir tragen, der magischen, macht, dass wir kein Mana mehr regenerieren. Aber ich frage mich, welche. Vielleicht dieses Amulett, das wir jetzt neuerdings tragen. 2 Gold! Okay. Hast du ein Saphir? Nein. 637 Gold. Keine Sorge, den finden wir noch. Bisher ist der Dungeon ja auch überschaubar. Bisher. Das könnte sich jederzeit ändern. Ah, hier ist niemand. Und da links ist ein Raum oder geht es da weiter? Geöffnet. Es geht hier weiter. Okay, kein Raum. In zwei Richtungen. Ich möchte links weiter. Ach, na toll. Ja, egal. Geht's da noch weiter runter, oder? Da geht's noch weiter runter. Wasser. Dann will ich hier doch noch nicht weiter. Gehen wir hier weiter. So. Oh! Ein Gold! Successor Backstep! Und ich habe trotzdem noch einen weiteren Schlag gebraucht. 455 Gold. So, aber hier sind sonst keine Türen, okay? Ah, nach oben geht es. Ah, okay, das ist das da, aber hier, da gibt es links eine Tür.
dann geht es hier weiter. 52 Gold. Oh, noch ein Schatz. 65 Gold. So. Und da vorne war glaube ich, eine... Ach, hier geht's noch höher. Okay. Aber hier gibt es nur einen Raum. Hä? Komisch. Ach. Na, da sieh her. Wo wir jetzt sind. Ein Gold. Gold. So, erst unten noch weiter sehen. Vielleicht sind hier noch irgendwo Monster. Hier vielleicht irgendwo. Nein. Okay, hier sind auch keine Geheimtüren oder so. Dann gehen wir jetzt da hoch. Vielleicht ist da oben der Saphir. Dann könnten wir gleich... Oh, mir fällt gerade ein. Ich habe keinen Teleportzauber angewandt. Kein Anker gesetzt. 78 Gold. Dann mache ich einfach hier ein. Ich kann ja notfalls da wieder hochklettern. Ach Mist, ich müsste aber rasten. Damit ich wieder Mana habe. Hey, Pickpocket Skill has improved. Okay, dann kann ich jetzt aber... Hier, Recall. Anker. Und ich könnte auch gleich mal identifizieren. Nichts wurde identifiziert, verdammt. Okay. Hier war also auch kein Saphir. Wo ist er dann bloß? Tja, dann werden wir da jetzt dann wohl rüberspringen. Ist der Vampir runtergefallen? Egal, auf jeden Fall erstmal speichern. Okay.